Größe. The flames swell to a noisy roar until the second blast. Other angles show the blast wave crumbling buildings like sandcastles. Also ein kurzes Video zum Beirut Blast jedenfalls. Ich habe extra gewartet, bis das eigentliche Ziel dessen, also das, was man damit bewirken wollte, offiziell zum Vorschein kommt. Es war aber von Anfang an klar, dass es sich hierbei wieder um eine Agenda handelt, die wie gewohnt vollumfänglich markiert ist. Um das nur kurz zu beweisen, du siehst hier einmal die Verbindung zur 33, im wahrsten Sinne des Wortes, ich zitiere, die Explosion wurde mit 3030 Tonnen Ammoniumnitrat in Verbindung gebracht, und das entspricht etwa der 66, also 33 mal 2 so wie hier. Aha, köstlich. Und die Explosion hat natürlich auch noch ein Erdbeben, in der Stärke von, ja wie viel wohl, 33 verursacht, sowie auch die Koordinaten der Explosion, ebenfalls die 33 sind. Ihr seht also, der Fall ist klar, hier geht's wieder um die 33, und bestätigt wird das auch nochmals, und zwar hiermit, die EU spendet dem Libanon, nun, wie viel? Ja genau, 33 Millionen, was für ein Zufall aber auch. Wer also bestreiten will, dass es hierbei um die 33 und eine Agenda geht, dürfte eine geistige Behinderung haben. Aber zurück zum Punkt, ich habe extra gewartet, bis das eigentliche Ziel dessen, also das, was man damit bewirken wollte, offiziell zum Vorschein kommt. Mit Tränengas gegen die Verzweifelten. Zur Trauer in Beirut mischt sich immer mehr Zorn gegen die Regierung. Die Polizei geht heute hart dagegen vor. Guten Abend bei der Zeit im Bild. Inmitten dieser Zerstörung fühlen sich viele Libanesen völlig im Stich gelassen von der Politik. Die Proteste werden mehr und vor kurzem haben Demonstranten mehrere Ministerien gestürmt. Von Tränengas vernebelte Straßen im zerstörten Beirut. Auch heute kommt es wieder zu massiven Protesten gegen die Politik. Demonstrierende liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei. Eine Katastrophe zu groß, als dass sie Beirut allein stemmen kann. Und so ist die internationale Hilfe bereits angelaufen. Rettungstrupps aus 9 Ländern und ein Koordinierungsstab der Vereinten Nationen haben die Arbeit aufgenommen. Die EU hat 33 Millionen Euro zugesagt. My name is Sandy Easton. I'm 33 from Perthshire in Scotland. My name is Martha Colley. I work in the operation group since 3 years. Die Proteste werden mehr und vor kurzem haben Demonstranten. Und was es mit Demonstrationen so auf sich hat, habe ich euch ja im letzten Video erklärt. In diesem Sinne, schau das Video bis zur letzten Sekunde oder du verpasst das Highlight. Das kommt nämlich zum Schluss. Hoffnung. Entweder verändern wir heute alles, oder es wird sich nie etwas ändern. Die Proteste werden mehr und vor kurzem haben Demonstranten mehrere Ministerien gestürmt. Von Tränengas vernebelte Straßen im zerstörten Beirut. Auch heute kommt es wieder zu massiven Protesten gegen die Politik. Demonstrierende liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei. This is our last day. Das ist unsere letzte Hoffnung. Entweder verändern wir heute alles oder es wird sich nie etwas ändern. Or we will not change anything.